Herzlich willkommen zur 27. Folge des Gemüsefahren-Podcasts. Und auch heute begrüße ich meinen Co-Moderator Tom Arte. Abend, Tom. Hallo, ja, hallo Arzi. Ja, wir machen, glaube ich, mit Zeitgeist in weiter. Gott, so, das reicht für Sehr gut. heute. Diese Pause hat mir gefallen, ne? Ja, aber du hast recht, es nutzt sich halt ab, aber naja. Ab und an. Werden wir das noch Ab und an kann man das machen, ja. einstreuen. Ja, so ab und an. Aber gut, wenn man es immer macht, ist vielleicht auch dann irgendwie so, dass es gerade dadurch wieder lustig wird, wie bei Family Guy oder so. Da hast du ja manchmal so bestimmte Gags, zum Beispiel, wo er sich das Schienbein hält, der Peter Griffin. Dann macht Ach, er. das. Und dann geht das irgendwie 30 Sekunden. Nach 10 Sekunden, dann denkt man, das ist ja jetzt eigentlich langweilig, aber nach 15 Sekunden wird es wieder lustig. So. Jein. Ja, ich verstehe. Family hat es immer so ein bisschen übertrieben mit den unlustigen Sachen, wie ich fand. Aber es ist Ja, halt das Humor, natürlich. jeder feiert was anderes. Ne? Ja. Unbedingt, unbedingt. Genau, mal sehen, was wir hier feiern heute an Zeitgeist-Clips. Das heißt, wir schauen wieder so TikTok-Clips, die gute Zeitgeist-In zusammengestellt hat. Ja, und ich freue mich. Welche Folge ist es jetzt nochmal? Also die vierte Folge von Zeitgeist, den schauen wir. Ah ja, okay. Dann gehen wir doch mal hier schön rein. Genau, bist du bereit und Ich sehe durchdrehen? schon die Sterne. Wunderbar, ich spule vor und los. Avocado, Leute! Du als Mann hast dich nicht unter Kontrolle, wenn eine Frau einen kurzen Rock trägt. Warum können das dann Lesben? Warum haben sich Lesben dann unter Kontrolle? Scheint so, als läge es nicht an der Frau selbst, sondern an dir. Du bist das Problem. Okay. Ja. Ist das so? Also Dass mit den Lesben Wespen? sich unter Kontrolle haben, Also da kenne ich mich zu wenig mit ich würde Lesben aus. behaupten, auch die machen Catcalling in gewissen Lesben? Basen. Ja, Ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber natürlich, es sind halt immer noch Überraschung Frauen und die sind meistens etwas zurückhaltender trotzdem. Und naja, aber ach komm, der Strohmann hier mit, dass man sich nicht unter Kontrolle hat. Wo ist das? Also, Ja, ich. das ist doch schon wieder so Naja. ein Ding, was hier gebaut wird. So eine wunderschöne Es Unterstellung. wirkt ein bisschen, ja, es wirkt ein bisschen albern. Also, es sind vielleicht irgendwelche Extremfälle, dass es irgendwelche Vergewaltiger gibt, die dann am Ende sagen: Ja, aber der hat ja einen kurzen Rock getragen, so in Indien oder so, weißt du, in solchen Gesellschaften. Aber bei uns, also, wer sowas sagt, der wird für einen absoluten Spinner gehalten. Also, das ist halt, wie wir es letzte Woche schon hatten bei diesem Feministenthema. Ich finde, viele dieser Dinge sind so aufgebauschte Probleme. Also, Ja klar, das. sie müssen es aufbauschen, um noch so einen Punkt zu haben. Ja, also dass sobald eine Frau einen kurzen Rock trägt, hart angegangen wird in Deutschland in der Öffentlichkeit und sich sonst wie belästigt wird, das sehe ich einfach nicht. Das, Und was klar, ich bin keine Frau, heißt aber ich kann das, denke ich, auch als Mann einfach aus Erfahrungen von meinem Leben in der Öffentlichkeit sagen. Was heißt denn jetzt nicht unter Kontrolle haben? Also was bedeutet das? Dass ich Naja, so ich. hechte, so Keine Ahnung, Oder dass naja. ich meine Fantasie schweifen lasse, oder was ist damit gemeint? Also, Ich denke, das ist hier mit Absicht oder kriege ich da die Latte, unbewusst oder? gehalten. Ja, Naja, es klar. kann sich halt natürlich auf jemanden beziehen, der das halt irg der irgendwo sich fehlverhält in sexueller Weise. Also jetzt zum Beispiel eben tatsächlich Vergewaltigung und das dann zu rechtfertigen versucht. Damit, ja, sie hat ja einen kurzen Rock getragen. Ich meine, ja, solche Leute sind natürlich abzulehnen. Ich meine, da sind wir uns einig. Ja. Also Vergewaltigung schlecht. Weiter. Ja. So. Ja. Warum können das dann Lesben? Warum haben sich Lesben dann unter Kontrolle? Scheint so, als läge es nicht an der Frau selbst, sondern an dir. Du bist das Problem. Ah, dieser Blick am Ende, Junge, Junge, Junge. How to hug a dwarfish person correctly, okay. Also wie man eine Lilliputaner-Person Was? richtig macht. Pinching the cheek. Hä? Dieser Moment, wenn du. Das hat sich doch jetzt alles widersprochen, oder? Bin ich jetzt. Warum? Oh Gott, jetzt war nochmal das Smugface. Na, Also. hier sieht man es ja sehr gut. Also, hier beugt sie sich ja so oder begibt sich auf ihre Ebene, um sie zu umarmen. Und am Ende, Ach so, das war das meinst falsch. du. Und am Ende, wo sie sich so vorbeugt, um sie zu umarmen, das war Naja, guck richtig. mal, guck mal, guck Also, mal. Warte, schau Junge. dir mal kurz an. Guck mal, dass hier, wie sie mit den Armen oft hier ihre Knie schlägt. Das ist halt schon so, wie man Kind behandelt. Warte mal.
hier so, komm her, komm ja, her. Ja, gut, okay, das war, ja. Weißt du, da ist es klar, also. Ja, also ist klar, worum es in dem Clip geht. Du sollst halt eine irgendwelche Lilliputaner-Personen naja, so abfällig behandeln. Ist ganz klar. Ich finde von daher den Clip okay. Und ich muss sagen, das sind tatsächlich Probleme, die ich mir vorstellen, die solche Leute tatsächlich haben. Weil die halt wirklich eine Sonderrolle einnehmen. Weißt du, weil die so selten sind. Ich stelle es mir bloß gerade vor, ja, am Ende die Lösung, die hier skizziert wurde mit dem Moment. Also das hier down. Findest du nicht gut? Nee, weil da, damit, also jetzt so, das ist jetzt so ein 2-Sekunden Eingebung, damit macht sie sich ja kleiner und zeigt dir sofort auch wieder, du bist übrigens klein, also und damit ich dich umarmen kann, muss ich mich selber klein machen. Das ist, da fand ich dieses... Ja, da gehe ich nicht mal nicht mit dir mit, ausnahmsweise. Da fand ich das hier tatsächlich schöner, einfach so auf Distanz und fertig. Meinst du? Ja. Also, ja, just da gehe ich tatsächlich nicht mit dir mit, weil stell dir okay. mal vor, du bist ein 2 Meter Mann und umarmst eine 1,50 Frau, da tust du dir ja auch sich so halbwegs runterbeugen. Weißt du, tust du nicht die Luft umarmen oder deren Kopf touchen, weißt du? Ja, da winke ich, ja. Na ja, gut, wir sind jetzt beide keine 2 Meter, so viel können wir uns doxen. Wir sind nämlich 2,10 Meter. Also du zumindest, ich bin aber neidisch drauf. Ja. 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 Schön wär's. Ja. Ich glaube, das wäre nicht schön. Das ist so wirklich außerhalb der Schönheit. Ja, würde ich auch sagen. Über 2 Meter wird dann schon schwierig. Da ist ja jede Tür der Endgegner, wenn du nicht aufpasst. Also. Ja, genau. Okay, lass mal weitermachen. Ja. Aber du hast schon recht, ansonsten der Clip so mit den... War schon gut. Ja, ja, ich denk, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, also Lilliputaner haben so eine kleine Stellung. Das sind wirklich eine marginale Gruppe. Eine kleine Stellung. Also das war jetzt gar nicht so gemein, aber lustig. Nee, aber das ist halt so eine kleine marginale Gruppe, dass man da als normaler Mensch vielleicht wirklich eine Wes, wie man sich denen gegenüber zu verhalten hat. Und von daher. Ich erlaube es. Ja, und also meine Fresser, die sollen es halt dann sagen, wie sie es gerne hätten. Ist ja auch nicht... Ja, macht sie ja in dem Video. Ja, genau. Und ja. Es kann ja auch sein, dass der nächste Lilliputaner das anders sieht, dass er sagt, bleib halt so, wie du bist, ich bin so, wie ich bin und fertig. Ne? Genau, der kann dann wieder ein Video dazu machen. Und das ist dann okay. Ja. Ja. Dieser Moment, wenn du in der Plastmed in Düsseldorf bist, um dir deine Bubis abzunehmen. Ach du Scheiße. Dein Zimmernachbar reinkommt, um sich auch seine Bubis zu nehmen. Warte mal kurz, was mir gerade auffällt. Du hörst jetzt aber nicht den Ton bei mir noch auch, oder? Nö. Okay, gut, Entschuldigung. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, das kommt auch gleichzeitig aus meinen Boxen. Ich mache den jetzt zur Sicherheit aus. Das ist natürlich dämlich, dieses Gefühl zu haben. Ja, sorry, dass ich das hier unterbrechen musste. Ach so, das war's. Ah, klasse, es hat sie ja getroffen. Wir waren ja auch mit dem Clip vorbei. Okay, nochmal zum Zusammenfassen. Also, die Frau hier nimmt sich ihre Bubis ab in Düsseldorf in der Plastmed, also plastische Medizin, in einer Klinik. Und ja, und trifft dort noch einen anderen Enzelort, der das auch macht. Ja. Wie alt schätzt du sie? Und es bleibt dann. Ich würde sie recht jung schätzen, auf vielleicht 21, 22. Also so Anfang 20, ja. Ja. Also ja. Nicht unter, oder? Nicht, nicht unter 20. Ja. Aber willst du darauf hinaus, dass sie vielleicht doch schon ein bisschen verbraucht aussieht? Nee. Also es ging bloß jetzt einfach mal aus Einschätzen. Also, weil wenn sie Ü18 gewesen wäre, das wäre ja hart bedenklich, ne? Also ich finde es immer noch. Ich find's immer noch knapp hart. Du meinst knapp über U18 oder meinst du U18? U18, Entschuldigung, ja, U18, natürlich, ja, ja. Das wäre ja, dann das hart wär bedenklich, also dann würde ich den Eltern harte Vorwürfe machen. Noch können sie es ja beeinflussen, ne? Ja. Ja, hier ist es schlussendlich, naja, wenn du die Behandlung selbst bezahlst, ja, das ist dein Leben, du wirst es wahrscheinlich bereuen. Denke ich auch. Also ich finde, dieser Moment, wenn du in der Plastmilch bist, um deine Bubis aufzunehmen, und die hat das hier sogar noch bildlich festgehalten, so. Ich frage mich, wenn die das Video in 20 Jahren sieht, ob die sich denkt, ach du Scheiße, Mädel, ob die dann wirklich Schreikrämpfe entwickelt, wenn die das Video sieht, dass sie sagt, Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Also ich würde am liebsten diese Person, meine Vergangenheit, sich anschreien.
Ich drück also, ganz kurz noch mal, ich drück noch mal ganz kurz auf Play, warte mal. Bubis abzunehmen, ja. Dein Zimmernachbar reinkommt. Die klingt, also, Entschuldigung, aber die hat doch noch keine Hormone genommen, oder? Wahrscheinlich. Die klingt nicht. Doch noch sehr, 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 ja, weiblich. Klingt weiblich. Nimmt man nicht erst die Hormone, um ein bisschen männlicher zu werden und nimmt sich dann die Brüste ab? Ist das nicht eigentlich so der... Keine Ahnung, würde ich jetzt auch schätzen, aber naja, du weißt ja, wie die Ärzte sind. Ach, sie wollen die Brüste abnehmen. Okay, los geht's. Wollen sie gleich noch einen Termin zum Ausschaben? Ich hätte dann noch was zu rein. Genau, und Dehnungstherapie ist dann immer jeden Tag bei uns, immer 16 Uhr haben wir eine Dehngruppe. Ach nee, das ist gut, bei dem anderen ja mit dem Dehnen. Ja, das betrifft dich ja nicht mehr. Stimmt, Ausschaben. Ja, das, siehst du, da bist du schon tiefer drin in dem Game als ich. Aber es ist sehr gut. Kann ich von dir lernen. Tiefer Ausschaben. Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wollte ich bloß nochmal den anderen Ends anschauen. Hier. Warte. Oh Gott. Dein Zimmernachbar, also das ist auch eine Frau, und das sieht man auch, muss ich leider so sagen, die halt auch ein Mann werden will. Die haben halt beide einfach... Jetzt sehen halt aus wie Frauen mit kurzen Haaren. Was soll ich denn dazu noch sagen? Ja. Ja. Ach, die Armen. Solche Leute tun mir wirklich eher leid. Zwei zerstörte Leben, ja. Das ist bitter. Ja, ich bin da auch nicht so drauf. Also, da gibt es so verschiedene Herangehensweisen, habe ich das Gefühl, in unserer Bubble, sag ich mal. Bubble, das ist schon wieder so ein schreckliches englisches Wort, aber in unserer Sphäre. Blase. In unserer Blase. Manche sind da so drauf, so, wisst ihr, die wollen die wie anschreien und fertig machen. Ich denke, das ist der falsche Weg. Ich würde denen wirklich sagen, Leute, ihr seid eigentlich so gut, wie ihr seid. Mhm. Ändert euch nicht oder tut eher an eurer Psyche arbeiten, dass ihr euch so wahrnehmen könnt, auch wie andere euch wahrnehmen. Einfach, ihr seid so perfekt, wie ihr seid. Also. Was, das würdest du ihnen sagen? Jetzt? Ja, also sie ist eine Frau und sie ist als Frau geboren. Ach so, meinst du das? Okay, ja. Ja, nee, du weißt schon, wie ich es meine. Sie ist als Frau geboren und sie soll auch weiter eine Frau bleiben. Ich denke, das ist schon so gut und richtig, dass es so gewesen ist, dass sie als Frau geboren wurde. Da jetzt was rumzumehren, das wird ihr nicht helfen. Na gut, aber sie ist ja jetzt gerade überzeugt, dass sie ein Mann ist. Also das würde sie ja gar nicht. Deswegen sie würde sich ja jetzt auf den Schlips getreten fühlen, in dem Moment eher. Ich sehe auch, dass das mit dem Anschreien gar nichts bringt. Ja. Also im Persönlichen. Jetzt so, jetzt so über so einen TikTok-Clip, da kann man schon mal schreien, weil es ist halt absurd. Aber wenn ich jetzt direkt sie erreichen könnte, ja, dann, wie du schon sagst, eher auf die Gefühlsebene gehen. Ne? Ja. Gut. Weil die kommen halt jetzt nicht so leicht wieder ran, die B00BS. Die Boobies, ja genau. Ah oh Gott, weiter geht's. Muss ich auch seine Boobies zu nehmen. Was steht da noch? Also die Regenbogen-Community übernimmt. Die übernimmt. Da jetzt schon wieder aus. Da komme ich jetzt eher an den Anschreien-Modus. Das Ideologenherz schlägt höher. Lass es. Bitte geh. Hau ab, das ist die Tür. Die übernehmen die Chirurgenseele. Ja. Was meine Eltern denken, weil ich mit 26 noch nie eine Beziehung habe. Oh, jetzt kommt der Treadwife oder was? Oh mein Gott, she's insane. Warte, wir machen weiter. Was für meine Freunde denken, wenn ich erzähle, dass ich zur Therapie gehe? Oh mein Gott, she's insane. Also, finde ich beides überhaupt nicht. Mein Gott, sie ist wahnsinnig, okay. Naja, die Frage ist, warum gehe ich hier zur Therapie? Das ist doch die Frage. Also. Ja, aber wahrscheinlich nicht wirklicher Wahnsinn, also. Naja, das wäre jetzt halt spannend. Warum geht sie zur Therapie? Hat sie, keine Ahnung, Alkoholproblem oder, ne? Aber vielleicht kommt das im nächsten Clip. Mal schauen. Keine Ahnung. Aber ich wollte nur dazu anmerken, das ist ja ganz im Gegenteil eigentlich. Na gut, okay. Das ist halt jetzt die Frage. Sie sagt, sie hatte noch nie eine Beziehung. Geht sie deswegen zur Therapie? Nee. Hatte sie vielleicht noch nie eine Beziehung, aber hat sich trotzdem durch die Weltgeschichte geflügelt. Das wäre dann wieder ein komisch. Ach so. Wenn sie sich einfach für den richtigen aufsparen will, oder sagt, sie ist da ein bisschen konservativer, muss sich erst sehr verbunden mit jemandem fühlen, dann fände ich das ja super. Ist ja die Frage, ich kenne die ja leider nicht. Ja, vielleicht wird es noch aufgelöst hier. Ja, vielleicht kann es mal irgendjemand endlich mal schreiben, wie die heißt. Können wir die mal recherchieren. Das war jetzt für mich unspektakulär. Ich meine, da bist du nicht insane.
Ja, warte mal, geht der Clip jetzt noch weiter? Oder? Nee. Wir sind jetzt hier im neuen Clip. Das waren jetzt zwei verschiedene Clips. Das waren zwei verschiedene Clips. Ah, okay. Und ich meine, gut, darum geht es ja letztlich auf TikTok, so kleine, gefühlige Alltagsstories. Und ich meine, das war halt hier, dass ihre Familie sie wegen manchen Dingen vielleicht sie komisch wahrnimmt. Und das kann so sein. Und ja, finde ich nett, ist doch lustig. Also zumindest ist hat man bei diesen zwei Clips noch so viel Interpretationsspielraum, also dass man so das selber ausspücken kann. Ne? Von unserer Seite kein Hate an der Stelle. Okay, weiter. Du bist mein Liebling, du bist mein Lover, und bin Kunti, Chan Rakti Sud. Mein Liebling, mein Lover, Tirak. Das wollte ich dir schon immer mal sagen, Arti. Ist gut, dass er es jetzt gesagt hat. Ich fühl mich geschmeichelt, glaube ich. Ja, glaubst du. Und der Freeze-Frame des Todes. Ja. Ah, das war's, Gott sei Dank. Lederstuhl, Felsfragen, Wollmütze, Klauenhelm, Tierleid zum Anziehen. Ah, okay. Go vegan, okay. Ja. Boah. Wenn die Flagge im Hintergrund nicht wäre, also der... Ja. Ach so, diese LGBT-Flaggen. Ja, natürlich, das ist halt mit so dieses... Transendreieck. Die ganze Tiergeschichte kann man ja wirklich mal diskutieren. Das ist halt einfach so. Ja. Aber bei ihr hängt halt alles noch mit dran. Ja, die ganzen Talking Points. Aber wir diskutieren jetzt hier nicht ewig lang über Veganismus, oder? Nach dem kleinen Video gar nicht so Lust. Ja. Also, da müsste mehr mitkommen, ja. Also ich bin ja, naja gut, so ganzer Vegetarier bin ich ja nicht, aber ich esse selber wenig Fleisch. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Lederschuhe automatisch, also dass man keine Lederschuhe und so tragen sollte. Naja, aber wie gesagt, gibt es da 1000 Abstufungen, lass uns da jetzt nicht drüber diskutieren. Vielleicht nur als kleine Anekdote, ich hatte das mal irgendwie bei so einer Friedensdemo. Da war halt so ein Typ, der erzählt hat, dass er halt Veganer ist, und dann war so ein anderer und hat gesagt, aber du hast hier noch Ledersandalen an, du Unmensch, so ungefähr. Boah, krass. Das hast du selber erlebt. Das hat sich so richtig als Veganer der Stufe 5 gegen Veganer der Stufe 4 eingebrannt. Ja, kommt der Level 5 Veganer mit plus 10 Intelligenz und macht dich fertig als arm Level 1 Veganer, der du dort noch im Startgebiet steckst und die leichten Mobs verfügen willst. Listen, Noob. Kawaii. Ja, okay, das war halt ein sehr feminin wirkender Mann, der halt einfach in die Kamera glotzt. Okay. War das überhaupt schon ein Mann? Warte mal. Ah, der ist doch hier U18, oder? Das ist auch noch ein Schulkind, oder? Weiß ich nicht, aber ich hätte gedacht, das ist ein Typ. Ja, ein Typ ist es. Achso, du meinst kein Mann, sondern ein Junge. Ja, so ein Jugendlicher halt, ja. Ja, kann halt sein. Ja, aber eine Frau ist es nicht, oder? Das meine ich. Das meine ich, nein. Ach, naja. Ja, ist jetzt halt belanglos. Ja. TikTok, Jugendliche präsentieren sich ja weiter. Aber das ist doch wieder hier dieses mit den verschiedenen Blickdingern, oder? Ah, warte mal kurz. Ein was, darauf haben wir ja gar nicht so geachtet. Hat der Typ Katzenohren auf? Oder sind das die Haare, die er sich irgendwie so gemacht hat? Er hat halt diese Haare so gemacht, so zu diesen, ja, Katzenohren, ja. Er ist halt Kawaii, ja. Ja, ist halt, also 100 pro Team Anime, aber ja, wen juckt's heutzutage noch? Wen juckt's, ja, genau. Machen wir jetzt wieder keine Fässer auf. Ja. Okay, das war ganz lustig. Sie salzt die Suppe und... Achso, vielleicht soll das der Clip sein. Ah, okay, ich höre auf reinzureden. Ja. Ist sie schwanger? Hä? Was war ich sehend? Na, das war doch. Erkläre es mir bitte. Also,
also ich will jetzt nichts erklären, weil ich mir unsicher bin, was ich gesehen habe, aber prinzipiell war das doch wie letztens dieser Clip mit diesen jungen Sachsen und seiner Großmutter mit der Tomate essen. Ach, waren das was Sachsen das? Übrigens? Hier, ich weiß genau, welchen Clip du meinst. Ich glaube schon, Sachsen? Also so vom Dialekt. Aber es ist ja wurscht, also okay. diese Leute okay. da, ja. Ja, mit das der, war jetzt so eine Art Sketch, den die hier aufgeführt genau, haben. Aber ja, sie salzt nach, aber das, die Suppe in der Kelle salzt sie halt nicht und wundert sich, dass es immer noch fad ist. Ja, dann lacht sie irgendwie in den Löffel rein, dann tut sie ein Gummibärchen in die Suppe schmeißen und das ist lustig. Und sie sitzt auch total ungekünstelt, die Mutter daneben, weil so sitzt man natürlich am Tisch direkt nebeneinander und schaut aus dem Fenster zusammen raus. Und man isst auch eine Suppe aus so einem Gefäß. Mit dem mit einer Kelle, ja. Mit einer Kelle, genau, das so esse ich meine Suppe, klar. Ja. Das ist dieser Gen Z-Humor, Zwinker. Ja, es ist hier schon fast ein Stück älter, glaube ich. Das ist so der Millennial-Humor vielleicht. Keine Ahnung. Also ich fand es tatsächlich relativ lustig, sagen wir es mal so. Echt? War so absurd lustig, ja. Ja, ist okay. Gut. Ja, so verschieden ist halt Humor. So verschieden ist Humor. Okay. Dann hat es ja das Ziel erreicht. War ein bisschen übertrieben, aber ja. So, warte mal, ich lese hier mal kurz wieder, weil die wird das nicht sprechen. When someone asks if I'll ever consider shaving, because men don't like hairy women. Okay. Und dann lacht sie halt. Ach so. Ah, okay. Sie lacht darüber, ob sie sich jemals für einen Mann quasi rasieren wird. Na, ob sie es in Erwägung zieht. Ja, ob sie es in Erwägung zieht, ja, genau. Ja, ist okay. Ja. Naja, aber das ist. Das ist so dieses Feministending, oder? So unrasierte Achseln, das ist so dieses Klischee-Feministending, was ich da vor mir habe, weißt du? Ja, so, ja. Oh, ich rasiere mir nicht mehr die Beine und die Achseln. Und guck mal, wie empowered ich jetzt dadurch bin. Ja, es ist auch wieder hart egoistisch. Also, du hast da einen Partner und der sagt hier, ich fände es schöner, wenn du dich da ein bisschen rasieren würdest. Und so, nee, ich bin Feminist, ich mache das nicht so. Ja, also mal seinem Partner entgegenkommen an gewissen Stellen. Aber ich glaube, die hat nicht mal einen Partner, oder? Also sie ist wahrscheinlich gar nicht einfach auf Partnersuche. Das ist ja jetzt nicht wichtig für den Punkt. Ja, finde ich schon, weil du bist ja nur dann egoistisch, wenn du einen Partner hast, der dich darum bittet. Wenn du jetzt Single bist und du lässt dir alles wachsen, ist doch scheißegal. Du musst ja gut, mehr dann als Single-Frau dann kriegt sie nie einen Partner. Zumindest mit diesem... In diesem Szenario, ja, was hier aufgemacht wird. Ja. Ja, das ist klar. Oder aber halt, ja, in der drauf steht, ja. Dann jammer halt nicht, wenn du leer ausgehst. Ne? Ja, ja. Na, weiter. Bonjour. Also, ich muss zur Arbeit in einer Stunde und ich habe wie immer Frühstück verpasst, weil ich die ganze Zeit im Bett liege. Und deswegen mache ich mir jetzt einfach Nudeln. Pasta. Weil ich liebe Pasta. Let's go. Eine ganz einfache Pasta. Ich liebe diese Brille, deswegen trage ich die Brille jetzt die ganze Zeit. Let's go. Warum nicht einfach? Bitte sag das wenigstens irgendwie, dass ich eine Französin oder so. Ich glaube fast. Dann sage ich erstmal also, Salut, mon cher. ja, ach Gott. Ja. War halt nichts sagend. Also war absolut nichts, ne. Soll halt irgendwie lustig sein vielleicht. Sie macht Nudeln in der Pfanne, anscheinend. Wobei links ist ein Topf, ja, aber... Ja. Ganz einfach hin. Ich erlaube es. So. Aber die Fingernägel triggern mich schon wieder hart. Ja, stimmt, die Fingernägel, ja, die sind einfach viel zu lang und unfaktisch. Das merkt sie ja selber hier. Ja, sie merkt sie. Au, ja, wie sie sich da... Kurz stößt und ach, Brille jetzt die ganze Zeit. Let's go. Die Franzose, der Let's go sagt. Ah. Ja, warte mal kurz. Da müssen wir nochmal zurück machen. Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Machen. Let's go. Ja, let's go. Warum bin ich einfach bleicher als das Schlossgespenst? Einen Moment, wir retten die Situation kurz. Okay, das hat's jetzt nicht wirklich gerettet. Anyway, ich glaube, vielleicht sollte ich einfach mal mein Zimmer verlassen und die Sonne sehen. Aber anyway. Anyway. Das ist so die Art Anglizismus, die ich nicht mag, weil anyway, da gibt es ja tausend andere Wörter auf Deutsch, die du sagen könntest. Weißt du, das ist ja nicht mal ein Wort, was es nur auf Englisch gibt oder so. Ich meine, du sagst halt jedenfalls, zum Beispiel kann man dann sagen, oder egal, oder ach, keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei. Ja.
Wie alt würdest du die eigentlich schätzen, aus Interesse? Ich glaube, sehr jung. Vielleicht 15, würde ich sagen. Ach, schwierig, die hat ganz schön viel Make-up in der Fresse. Ja. Die kann alles zwischen 15 und 25 sein, tatsächlich. Boah, so hoch gehst du? Krass, Ja, ja, okay. ja. Ja, ich sag 15 bis Gehe 18, aber. ich aus Erfahrung, also wegen der 25 tatsächlich, ja, das. Aha, okay, Aber krass. so von Krass. der. Warte, ich will sie nur kurz reden hören. Nee. Ich glaube, vielleicht soll ich einfach mal mein Zimmer Okay, verlassen. nee, die Stimme ist U20, definitiv, ja. Ja, also ich schätze sie halt 15. Naja, scheißegal. Wollen wir was anderes machen? Anyway. Anyways, machen wir Aber weiter. anyway. Gottes Willen. Warte mal, ich lese wieder. Wenn mir auffällt, wie confident ich inzwischen bin und mega stolz auf meinen positiven Wandel bin. Ja, auch hier wieder confident, Ja. wie selbstbewusst. Sag doch selbstbewusst, bitte. Wobei, ich frage was, So. ist confident inzwischen irgendwie ein deutsches Wort? Also. Nee, nie gewesen. Und das Bist du sind ja die sicher? schlimmsten Anglizismen, die du einfach so eindeutscht. So. Weißt du, was ich meine? Du nimmst halt ein englisches Wort und tust es irgendwie so dehnen und strecken, dass es dann deutsch klingt. Also. Mir fällt jetzt leider kein. Aber Warte anyway. mal. Also Ja. der Punkt ist ja, wäre ja im Deutschen, würde es ja wieder passen. Also von der Betonung, ne? Confident, musste nichts Ja, aber verbiegen. das ist Ja. doch kein deutsches Wort und so schreibt man auch ja, mit Man dem würde es C mit da K vorne, vielleicht schreiben, oder? wenn überhaupt. Ja. Und nee, es gibt Selbstbewusstsein. Das ist. Nee, Nee. ich spiele es drauf an. Es gibt ja jede Menge lateinische Wörter, die, ne? Ist klar, ist klar. Warte mal, jetzt fällt es Boah. wieder ein. Konfidenzintervall Warte zum mal. Beispiel. Ja, es gibt die Konfidenz, klar, aber nicht Konfident. Ja, Oder? okay, dann ist es deswegen, ja. Wenn mir auffällt, wie Scheiße, Konfidenz spinnt. Scheiße. Ich google gerade Duden Konfident. aber. Bildungssprachlich veraltend vertrauter Freund. Ach so, ein Aha. Konfident. Siehst du, das ist was ganz anderes. Das ist ein Substantiv. Na, aber für vertraut. Nee, ein Vertrauter, weißt du? Aha. Es ist ein Freund, ein Vertrauter. Ja. Gibt es das auch als Adjektiv? Habe ich jetzt hier so nicht gefunden. Der Duden ist ja auch eine Tricksquelle. Ja, Okay, ich weiter. sehe ja deinen Punkt, ja. Ne, aber. Ja. So. Warte, jetzt müssen wir. Wir haben jetzt so viel geschwafelt, wir müssen mal von vorne anfangen. So, es steht da. Wenn mir auffällt, wie confident ich inzwischen bin und mega stolz auf meinen positiven Wandel bin. Ja, gut. Herzchen. Und ich dann da denke, wie peinlich und Drama Queen mein Verhalten noch vor 2 bis 3 Jahren oft war. Finde Das ich typisch gut. jugendlich sein, ja. Typisch jugendlich und ich meine, das zeugt ja von einem Wandel, von Reife, von Erwachsenwerden, wenn man darüber nachdenkt, wie man vor 2 bis 3 Jahren war. Und vor allem, wenn sie jetzt confident, also selbstbewusst ist und zufrieden mit ihrem Leben. Alles richtig gemacht. Ja, und Aus meiner Sicht. die zwei Smileys da am Ende, dieses einerseits so ein bisschen, oh Gott, der Affe mit den Händen Ja. vor den Augen und dann aber dieses über sich selbst lachen, ne, das passt schon, Genau. ja. Hast dich gut entwickelt, Die Mädel. Gemüsepfanne urteilt offiziell nicht degeneriert. Freispruch. Objection. Ach du Scheiße. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? You fucking dog. What are you doing? So I don't you What are shit you out of doing? me. Get out of my Fuck face. off. You get out of my fucking face with your goddamn dog. Geil, sie kommt halt von der anderen Straßenseite rüber und beschwert sich, dass der Hund da angeleint rumrennt. Und das ist so ein kleiner Pudel für unsere Audiohörer. Also, ah, Gottes Willen. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Ja, get out of my face! With your dog! Ach Gott. Und es ist doch eine Transfrau, oder? Oder ein Transmann. Ach, ich bring das mal Nee, durch. Na, nie, warte, nee, warte, nee, nee, warte. Guck nee. dir das Das so. ist eine echte Frau. Your rotten dog! Das ist eine echte Frau. Echt? Nee. Ja, das ist Also. für mich. Echt? Na gut, der Ah. Gang war. Nee, warte Guck dir mal. das Warte mal, Gesicht doch noch mal an. ich will die nochmal kommen sehen. Ich will, oder die, ich will die nochmal kommen sehen. Warte. Nee, guck dir mal den Hüftschwung an. Das What ist are eine you echte doing? Frau. Das ist eine echte Frau. What are you doing? What are you doing? Kennst du? Also, nee. Die Oh Gott. Pose, also es wird schwierig. Richtig krass, richtig krass. Also da müssen wir echt mal eine Umfrage machen in den Kommentaren. Schreibt mal bitte, ist es eine echte Frau oder nicht? Es würde mich sehr interessieren. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, eine echte Frau. Welche Minute sagt der Timer?
Gott, da muss ich jetzt rechnen, weil ich habe jetzt die Uhr heute aufgeschrieben. Achso, 40 Minuten, genau bei 40 Minuten sind wir. Okay, dann binde ich das mal als Kommentar ein. Ja, genau. Jetzt sind wir wirklich exakt bei 40 Minuten. Okay, gut. Also ich denke, es ist ein Mann, ich lege mich da jetzt fest. Okay, ich sag Frau, interessant. Also wenn es eine Frau ist, dann Junge, die hat sich ganz schön abgelebt. Hat er auch nicht schön, ne? What are you doing? Out of my face! You get out of my fucking bed with your goddamn dog! Scheiße. Zumindest hat er sie tote Augen. Das können wir schon mal wissen. Oh, so, wir sind bei Erzi, oh Gott. Oh jetzt Gott. Sind wir wieder bei Enz. Da machen wir nochmal ganz von vorne. Ich glaube, die sagt gerade was. Moment. Ja. Na, play, bitte. Hi, if you don't know us, we're the Dino System. We have OSDD, which is a diagnosed trauma disorder from childhood trauma. My name is Raina. Hi, my name is August. Hi, my name is Ella. Hi, my name is Ava. Hi, my name is Lark. Hello, my name is Quinn. Hi, my name is Justin. Hi, my name is Marcy. Hi, my name is Fox. Hey, I owe it is. You've now met 12 of us. We are a system of 14, and those that are allowed on TikTok have been able to show their faces. Not their faces. Please understand, this disorder is not fun. This disorder is from repetitive childhood trauma and can only be formed in childhood. We're here to share our journey, but most importantly, we're here to spread awareness about this disorder. I'm starting to get really sick and tired of having to explain what OSDD is. Thank you for willing to meet us and for watching us through our healing journey. Remember, you're never alone. There's always someone in the world who's experienced something like you. Okay, willst du zuerst? Ich habe dazu was zu sagen. Es ist, es ist harter Tobak, also, weiß nicht. Die Frage ist jetzt, dieser Heilungsweg, den sie da angetreutet hat, wo endet der? Also will sie diese 14 Persönlichkeiten, die sie da skizziert hat, dann wieder zu einem gemeinsamen Bild zusammenfügen? Oder wo soll die Reise hingehen? Ja, das freue ich mir auch. Also kurz nochmal Zusammenfassung, vielleicht haben es die Autohörer nicht ganz so verstanden, es ging ja um eine Person offensichtlich, die irgendwie so eine dissoziative Störung hat und mehrere Persönlichkeiten. Und dann auch in verschiedenen Stimmen spricht, als diese Persönlichkeiten. Was ich dazu sagen wollte, ich hatte erst vor kurzem ein Video gesehen, ich komme jetzt leider nicht drauf, von wem, es war auf jeden Fall ein englischsprachiges, dass halt, was auch Psychologen extrem sehen, Kinderpsychologen in den USA, dass solche, bei Jugendlichen solche Störungen zunehmen, also im Sinne von, es kommen Leute zum Therapeuten und sagen, ja, ich hab die und die Störung, und die meinten daraufhin, dass es wohl daran liegen könnte, einfach, dass das häufiger repräsentiert ist bei TikTok, weißt du, dass sich dann die Jugendlichen das irgendwie auch teilweise einreden. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, ach du Scheiße. Ja, dass sie irgendwie sowas sehen und die Person kriegt jetzt Aufmerksamkeit und ich bin ja auch irgendwie komisch, dass man dann, also es ging da auch um das Thema Ticks, weißt du, also das muss wohl auch so ein Trend sein auf TikTok, dass es halt irgendwelche Mädels gibt, die dann halt wie immer vielleicht gar nicht mal schlecht aussehen und dann irgendwie so Ticks haben, weißt du, sich zum Beispiel gegen den Kopf schlagen, während die reden oder irgendwie so Tourette-mäßig schreien. Und das muss wohl seitdem nämlich auch stark nach oben gegangen sein, die Zahl, die da ankommt an Jugendliche und sagt, ja hier, ich habe Ticks, weißt du, ich habe irgendwelche Zwangsstörungen. Und das hier ist jetzt genauso ein Ding für mich, also so als Einzelschicksal gibt's das ja auf jeden Fall und den Leuten muss geholfen werden. Die Frage ist halt immer, gibt es dann auch Nachahmungstäter, sag ich mal. Also Leute, die sich das irgendwie sehr zu Herzen nehmen. Vielleicht, du weißt, worauf ich hinaus will. Die halt nachahmen, sagen, ich will was Besonderes. Das ist ja bei dem Trans-Thema genauso. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ich würde sogar bei ihr sagen, dass es fake ist, wenn ich jetzt nochmal so böse sein darf. Weil all diese... All die Sachen, die sie hier, also diese Persönlichkeiten, die sie aufgemacht hat, lassen sich subsumieren unter, ja, ich bin traurig und irgendwie es geht mir scheiße. Also die waren ja, da war kein einziger, der so ein bisschen positiv war. Ne? Ja, stimmt, ich verstehe, was du meinst. Ja, wobei ich jetzt, hier in dem Fall... Ja, warte, aber lass sie doch mal erzählen. Achso, genau, ich mach mal hier ab, hier Play, ja.
Hi, my name is Ella. So, aber warte, guck, da war sie ja glücklich. Das war Heul. Nee, das klang doch übelst nach Heulstimme. Ach Quatsch, guck mal, er hat doch gelächelt. Warte mal. Ja, guck mal, die hört ihr mal die Stimme an. Hi, my name is August. Hi, my name is Ella. Das klingt doch wie, das wird die kleine los. Schau dir doch das Lächeln an, was sie dazu hat. Ja, aber die heult doch gleich los in der Stimme. Nein. Ach, die. Hi, my name is Eva. Auch hier, das war doch ein echtes Lächeln, Mann. Es geht mir nicht um das Lächeln. Du kannst ja auch, wenn du traurig bist, lächeln, aber deine Stimme bricht halt. Ja, aber ist es einfach deine Stimme? Ich spreche jetzt mal die Lanz, es ist vielleicht die Tonqualität, aber es klingt halt alles so wie Hi, my name is Ella. Es klingt halt alles so verletzlich, schwach. Das ist halt das Problem. Es ist halt heutzutage schwierig zu beurteilen, ist das jetzt authentisch? Hat die authentisch diese Störung? Oder macht die das halt irgendwie für TikTok-Points, um das nächste große Fass aufzumachen, die nächste Benachteiligung? Weil so ist es ja auch am Ende, was die sagt, ja, ich muss tausendmal diese Störung erklären, OSDD und ja. Pipapo. Also das ist halt für mich so ein bisschen dieser, und dann steht ja auch he, him und she, her, das ist halt dieser ganze... Na, jede Persönlichkeit hat eine andere Pronomenansprache. Ja, klar. Also, du weißt, worum es mir geht. Das ist halt dieser so, wir sind benachteiligt, sprechen und so. Also das ist wieder, da geht es dann um eine gesellschaftliche Gruppe und nicht nur um der ihr eigenes persönliches Erleben und ihre Krankheit, sondern wie mehreren Menschen begegnet wird mit dieser Krankheit. Du kennst ja wahrscheinlich den Film Glass oder wie das hieß, ne? Nö. Nicht? Mit... Glas, das muss ich mal schauen. Oder Unbreakable war der erste Teil, glaube ich, hieß er. Mit dem Typen, der keine Verwundung bekommt. Nie gesehen, tatsächlich. Na, hier mit dem Schauspieler hier von, was immer zu Weihnachten kommt. Ich habe nicht gesehen, habe ich dir was gesagt. Was, der Film, der immer zu Weihnachten kommt, stirbt langsam, genau. Bruce Willis, danke. Ja, genau, der Schauspieler. Und in der Fortsetzung gibt es dann so einen Typen, der hat so eine Persönlichkeitsstörung. Aha. Und da hast du halt das kleine Kind. Ach, bei Split? Hier Split mit James hieß McAvoy. Es nicht Glass hieß es. Split hieß es, glaube ich, ja. Den habe ich tatsächlich gesehen. Den habe ich sogar gesehen. Und Split habe ich gesehen. Den fand ich auch ganz gut. Genau. Stimmt, da ging es nämlich ja auch um so diese dissoziative Persönlichkeitsstörung. Genau, und dort hast du so wirklich... facettenreiche Persönlichkeiten. Du hast das kleine Kind, du hast den Macho, du hast den in Anführungszeichen gut aussehenden Playboy, du hast die zurückhaltende alte Dame, dies, das. Also so ganz verschiedene Persönlichkeiten unter einem Haus und hier hast du für mich eigentlich immer denselben Aufguss. Immer dieses... Ich sehe, wo du herkommst. Das, ja, so gleich die Vibes habe ich auch nicht. Ich meine, wir können das jetzt natürlich nicht diagnostizieren, ja, aus der Ferne und nach 10 TikTok-Clips von jeweils 2 Sekunden. Also die leichten Vibes, oh Gott, diese englische Wortschmiede, diese leichten Schwingungen finde ich da auch. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ich bin ein bisschen aber vorsichtig. Ich wusste das nicht, dass das so ein Tick-Run ausgelöst hat bei den Kliniken. Das ist tatsächlich. Also, das ist ja heftig. Ich komme halt jetzt leider nicht, bei wem ich das gesehen habe, drauf. Aber schade. Vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal wieder ein. Gut, ich mache mal weiter. Da. Warte, das geht aber lang, der Clip hier. So, hier. Aber okay, was ich interessant fand, nennenswert fand, warte, hier. Ja. Dass das ein Kindheitstrauma ist. Also absolut... Ein wiederholtes Kindheitstrauma. Also ja, das sollte halt zu denken geben, dass man stabile Familien hat, oder? Also, ne? Ja, unbedingt, genau. Um das zu minimieren, ne? Genau. Ja, solche Störungen sind, genau, die kommen ja eben oft durch solche Traumas. Also habe ich das gelesen in solchen Fällen, wenn halt der Mensch sowas Schlimmes erlebt, dass es sich irgendwie quasi eine zweite Identität im Gehirn anlegt, um das zu vergessen. Diese Probleme. Also jemand, der diese Probleme nicht hat. Zum Beispiel Leute, die gefoltert werden, bei denen ist es auch ganz oft so, dass sie dann irgendwelche Störungen entwickeln und dann halt mehrere Persönlichkeiten haben, einfach um dieser Folter zu entgehen in Gedanken. Genau, man flüchtet sich halt in Traumwelten teilweise auch, ne? Ja, genau, quasi. Ja. Ja. Verrückt. We're here to share our journey. But most importantly, we're here to spread awareness about this disorder. I'm starting to get really sick and tired of having to explain what OSDD is.
Thank you for willing to meet us and for watching us through our healing journey. Oh, das ist der Co-Host. Remember, you're never alone. There's always someone to support you. Hier passt wenigstens. Oh. Ist das eine Männertoilette oder eine Frauentoilette? Ich glaube, es war eine Männertoilette. Oh, people who mess... Was für... People who menstruate. Er steht in der Männertoilette, alles klar. Aloha, schön. Okay, alles klar. Wir sind in Deutschland, oder? Nee, das ist ja auch ein Clip hier von Lips auf TikTok. Achso, du hast das als Scherz gemeint, natürlich. Naja, es gab doch jetzt diesen einen CDUler, der genau sowas, diesen Binden... Spender auf der Männertoilette dadurch. Ja, haben. Ja, das gibt's doch auch in Berlin. Jetzt hat doch irgendeine Grüne ganz stolz gepostet, dass sie das in irgendeinem grünen Berliner Bezirk oder durchgesetzt die war das, hat, dass ja. Da jetzt im Rathaus irgendwelche Binden auf der Toilette gibt und halt solche Sachen, also Menstruationsartikel auf Männerklo. Das ist wirklich so ein Problem, was sich Leute schaffen, die sonst keine Probleme haben. Also dann fängst du an, über solche Nonsens, Nicht-Probleme nachzudenken, damit du noch irgendwas zu verändern und zu tun hast. Ja, dein ganzer Posten baut ja darauf auf, dass du solche Probleme angehst, ja. Angehst, ja, genau. Du musst dass ja irgendwas vorzuweisen haben. Ja. Oh Gott, weiter geht's. Ich reg mich gar nicht mehr drauf aus. Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Zu unserem heutigen Hallo. Neumond. Und möchte dir, weil es der dritte Neumond in diesem Jahr ist, gerne noch einmal für 24 Stunden die dritte Rauhnacht-Meditation zur Verfügung stellen. Sag vor dem Schlafen. Okay, Rauhnacht-Meditation. Also das ist wahrscheinlich so eine, die selber irgendwie so eine Art, wie sage ich das, so eine Heilsendung will ich nicht sagen, aber weißt du, so irgendwie so ein esoterisches Ding, so eine Art Praxis da hat, oder keine Ahnung, die dafür Werbung macht. Die ist im Sternzeichen-Game ist die gut dabei, sag uns mal so, ja. Im Sternzeichen-Game, ja. Genau. Sorry, jetzt muss ich gut lachen. Da denke ich natürlich an eine bestimmte Person. Wir nennen jetzt hier mal keine Namen. Die kommt doch noch, oder? Du meinst die Radiomoderatorin, oder? Ach so, nee, ich meine jetzt aus dem Honigfrohn. Ach so. Ja, stimmt, da war ja auch was. Wir droppen jetzt hier mal keine konkreten Namen. Ich glaube, das hat schon gereicht. Aber hübsches Gesicht. So. Ja, auf jeden Fall. Sag vor dem Schlafengehen. Hübsches Gesicht. Allah Allah. Ach, das geht noch weiter. Mögt ihr ja, das sage ich immer vorm Schlafengehen. Ja, und, kurz und knackig, ne? Und danach spucke ich das Wasser aus. Ich tue das nämlich beim Gurgeln machen. So gurgel ich. Ist das am Ende hier die Scharada oder wie es heißt? Nee, ne? Ist es tatsächlich, ja. Das ist ja das Glaubensbekenntnis hier des Islam. Ja, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Und oh, das ist ja perfide, wirst du? Kriegt das gar nicht mehr zusammen. Nee, was ist perfide? Der wird sich ja schon an Muslime richten, hoffe ich. Also gehe ich sicher von aus. Ja, aber er greift doch noch so ein paar Leute ab, die es einfach mal so aus Spaß nachsprechen. Ach, das kann sein, aber naja, ich unterstelle ihm da jetzt echt nichts Böses. Ja. Sag das vorm Schlafengehen, er wird sich schon an muslimisches Publikum richten. Aber gut, interessant, dass du es ansprichst. Es gab da mal vor Ewigkeiten so einen Clip. Das war in den USA, da sind Kinder zu Halloween zu so einem Muslim gegangen. Mhm. Und dann sagen ja Trick or Treat. Und dann hat der Muslim halt aufgenommen, was vielleicht sogar in Deutschland? Nee, ich glaube, es war in den USA. Und dann hat er die Kinder halt dieses Bekenntnis sagen lassen und dann erst hat er denen die Süßigkeiten gegeben, weißt du? Wow. Der hat ja halt so gesagt, naja, hier, sag mal das und das. Und, ja, so, und dann musste er es auch sagen, dann hat er denen die Sicherheit gegeben. Und dann natürlich dann gesagt, jetzt sind die muslimisch. das ist aber Blödsinn, weil du musst ja das in dem Moment auch meinen, wenn du es sagst. Ja, eben, das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja, ist klar. Aber ich muss daran denken. Ich musste gerade lachen jetzt, weil das Gesicht und das, was als nächstes kommt, ist so ein harter Kontrast. Ah, okay, warte mal. Ich drück Play, Moment. Mögt ihr Avocado? Hä, warte mal. Achso, ja, hier. Na, Avocado ist nicht so meins, ist nicht so mein Geschmack. Ich mag lieber Pflaumedo oder Mandarino, Gurkedo oder Apfelmusedo. Oh Gott, okay, das war doch ziemlich schlecht. Das war hier Humor, oder? Das war hier Officer Doofy von Scary Movie irgendwie. Also, ja, genau. Naja. Vielleicht wird das nächste Video ein Hit. Weitermachen.
Oh, fangen die gleich an zu tanzen? Geil. Ja. Ach, aber synchron. Naja. Ja, warte, was? Ja, gut, das waren halt dicke, schwarze Frauen, die tanzen. Mehr, ich hätte dazu jetzt wirklich gar nicht mehr zu sagen. Also, ja, ich glaube, es erklärt sich selber. Es ist ein bisschen knirschig, aber. Für unsere Zuhörer, seid froh, dass ihr zuhört. Ja, dass ihr nicht seht. Also, ja, bei diesen schwarzen Frauen, ihr habt hier nichts verpasst. Also, die sehen jetzt nicht, leider nicht so ansehnlich, halt vor allem durch die Maße leider. Also, ja, gerade die Dings, die bauchfrei rumrennen. Ja. Also, bei dem Gewicht, puh. Ja, die rennen ja beide bauchfrei rum. Also. Ach, die andere auch? Ja, siehst du doch. Ja, stimmt, hast recht, das ist ein, so ein. Ach Gott, mach's weiter bitte jetzt. Ja. Ich dann doch lieber das Glaubensbekenntnis Teil 2. Wala ilaha illallahu wallahu akbar. Wusstest du, dass wenn du Salz mit Lavendel kombiniert unter die Fußmatte gibst, dass das böse Energien weghält? Tatsächlich ist das so. Im Eingangsbereich werden böse Energien abgestreift. Mein Hexentipp für heute. Das erinnert mich so an Supernatural, wenn da so ein Geist kommt, die erstmal so das Salz ausstreuen. Ja. Oder an Paranormal Activity, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, da streuen die auch so Salz aus und dann sind da so Fußabdrücke in dem Salz oder in dem Mehl oder irgendwas. Ja, da hat der Hexentipp funktioniert. Der Hexentipp für heute, geil, das werde ich heute noch machen. Unter meine Fußmatte Salz und Lavendel streuen. Ich finde ja interessant, dass dieser Typ mit dem Hexentipp, dass er ein Mann ist. Also ja, hätte ihn jetzt einfach mal so gelesen. Ja. Eigentlich ist es der Hexertipp, ja. Der Hexertipp, ja, genau. Das ist hier der Witcher, ja. Achso, er legt das unter die Fußmatte, richtig? Die Fußmatte, ja, genau, der macht hier das Salz und das Wände rein und dann tut er die Fußmatte drüber. Das, wenn die getarnten Geister kommen, die fliegen auf die Schnauze, ne? Clever. Ja, genau. Das sehen die nicht kommen, damit rechnen die nicht. Das ist so Kevin allein zu Hause mäßig, weißt du, du stehst in die größte Falle und dann fallen die um. Kevin! Du Schwein! Surprise, Motherfucker! Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Outfit zwei. Outfit-Check, Freunde. Deine Jacke sind. Warte mal, ich muss das mal lesen. Ja, ich krieg gesagt, ja hier, das vorlesen. Ich krieg ja irgendwie Krämpfe, wenn ich das hier lese. Fit-Check, ach so, Fit-Check, ja. For going in the city. Mit meinen. Nochmal. Warum ist denn das für an der Stelle nicht ein vor? Also das ist ja, das macht so gar keinen Sinn, zu Deutsch-Englisch gemischt. Fit-Check für going in the city. Mit meinen Faith-Mitbewohnerinnen. Also Faith, ja, Favoriten-Mitbewohnerin. Oh Gott, ja. Und sie zeigt halt ihre Jacke. Das sieht so ein bisschen aus, ach, du hast ja nie Friends gesehen. Da gibt es so eine Episode, wo der eine sich, um die anderen zu ärgern, alle Klamotten, die der andere Mitbewohner hat, anzieht übereinander. Weißt du, wirkt das so hier ein bisschen. Weißt du, sie hat ja eine Jacke über einer Jacke, oder? Sie hat diese gelbe Jacke und dann noch die rote drüber. Und unter der roten Jacke hat sie noch eine Tasche. Die Jacke ist und. Ja, ah, die sind auch beide sehr jung. Und die andere, oder ist es ein R? Ach Gott. Nee, das ist eine Sie, Mann. Das sind beide Sie's. Vor allem schreibt sie ja mit meinen Faith-Mitbewohnerinnen. Die sind ja offensichtlich weiblich gelesen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Bist du noch da? Ah ja, Entschuldigung. Wieder mal klassisch gemutet, ja. Warst du gemutet? Ah, krass, okay. Ja. Ja, hau raus. Ja, da war jetzt einfach nichts. Also es ist einfach nur nichts sagen. Ja. Ist nichts sagen, ja. Gut, mach weiter. Ja, es ist eine Frau, okay, ja. Hast du wieder eine Tage oder was? Steiger dich mal nicht so rein. Pff, Frauen. Aber warte mal, hier steht sogar, wer das ist. Vicky Wild, queer feministische Influencerin. Okay. Also, können wir uns vielleicht mal aufschreiben, vielleicht gibt es da irgendwann mal Content. Okay, was ist das hier? Wikipedia-Gewalt, okay, ja. Was hören weiblich gelesene Personen oft, wenn sie ihre Wut rauslassen? Wütende weiblich gelesene Personen werden schlichtweg nicht ernst genommen.
dich nimmt man nicht ernst, weil du weiblich gelesen sagst. Das ja, alles. Das ist wirklich schrecklich. Sag doch einfach Frauen. Aber gut, was ist eine Frau? Ihr habt euch ziemlich ein Eigentor geschossen, aber naja. Ja, also egal, was sie sagt, die könnte ich mir wirklich die Quadratur des Kreises mir vorstellen. Also so die absolut bahnbrechende Erkenntnis, aber ich würde nicht zuhören, einfach weil die weiblich gelesene Person sagt. Ja. Was natürlich wieder ihren Punkt unterstreicht mit, sie wird nicht ernst genommen. Ja, ja, genau. Es ist genau. Wieder ihr. Ja, sie wird nicht ernst genommen. Das zeigt sich auch an diesem beliebten Klischeesatz im Film und Fernsehen. Du bist so süß, wenn du wütend bist. Oh. Ciao. Einfach mal richtig schön laut hier! Mann! Endlich hat jemand gecheckt, ich bin gar nicht wütend, ich bin nur süß. Ich bin einfach nur süß, nicht wütend. Hallo? Frauen sind nicht wütend. Traurigkeit hingegen ist okay. Aber nicht so laut. Ich finde die ja sogar irgendwie lustig. Also ich finde, die hat eine lustige Art. Also ich finde es ja süß, wenn sie sich so ein bisschen aufregt. Sehr geil. Ja, wenn die so wütend wird, so in den Clip hier, das fand ich irgendwie süß. Ja, ja, genau. Ja, pff, Spaß beiseite. Ah, was hat sie jetzt wirklich gesagt? Nichts. Das war wie immer, was ich halt oft bei diesem Feminismus-Ding ankreide, so dieses an Kleinigkeiten sich hochziehen. Also an Nichtigkeiten. Oh, der hat gesagt, ich bin süß, wenn ich wütend bin. Also. Oh je. Okay. Schlimm. Also, das kann man fast schon als Kompliment nehmen, eigentlich. Ja, nicht oh nur je, fast. Oh das je. Ist wahrscheinlich in der Situation ist es wahrscheinlich auch so fast gemeint. Und der war es fast, ist es so gemeint, ja. Ja, gut, sie fühlt sich halt nicht ernst genommen, das ist ihr Problem, aber. Naja. Ja, dann reg dich nicht auf. Also, ich tue auch Männer, die sich so aufregen, nicht ernst nehmen. Die sind halt einfach Choleriker. Was willst du jetzt von mir? Das ist es kommt halt auch arg auf die Situation an. Es gibt manchmal Gründe, wütend zu sein, dann nehme ich jemanden ernst und manchmal Nichtigkeiten, dann nehme ich den nicht ernst. Ja, aber wenn derjenige sich in Rage redet, dann nehme ich ihn auch nicht mehr ernst. Ja, ja so also, wie hier in unseren Streams. Ja. Oh Gott, weiter. Okay, aber nicht so laut. Warte, ich lese nochmal vor. Wenn er gesagt hat, dass er dich mag und du deshalb dachtest, er mag dich. Okay, jetzt das wird mettig. Also bei mir geht das jetzt so ab, du kennst dieses Meme, wo die Frau so übelst nachdenkt, dann kommen so die Formelzeichen auf die zu. Ja. Ich lese nochmal vor. Wenn er gesagt hat, dass er dich mag und du deshalb dachtest, er mag dich. Also, ich würde davon ausgehen, dass wenn ein Mann oder eine Frau sagt, sie mag mich oder er, dann gehe ich davon aus, er oder sie mag mich. Okay. Warte. Naja, bei Frauen ist das anders. Kommt noch was? Nee, da kommt nichts mehr. Hä? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Erkenntnis? Na, ich glaube, das ist Reflexion. Also. Hä? Das musst du mir erklären. Na, wenn Männer sagen, hey Schatz, ich mag dich oder ich liebe dich, was auch immer, dann meinen die das halt so, in aller Regel. Ja, also, weil Mann ist halt dumm, kennt nur an aus. Aber wenn eine Frau das sagt, dann muss es nicht zwangsläufig stimmen. Und sie projiziert sich das jetzt auf sich so und denkt boah, so, boah, ob der das jetzt wirklich ernst gemeint hat. Jetzt machst du Next Level. Ja, du hast die fliegenden Formeln angewandt, nicht ich. Ja, bei dir kommen ja hier voll jetzt die Psycho-Formeln. Oder ansonsten kann ich den Clip nicht verstehen. Ja, der ist komisch. Also, die Aussage ist halt wirklich geil. Das ist so wie mathemäßig gesprochen, x ist gleich x. So. Aha, okay. Wenn er gesagt hat, dass er dich mag und du deshalb dachtest, er mag dich. Okay, ja. Das wäre vollkommen. Wenn sie auf Femmes steht, also weiblich gelesene Person, bevorzuge Femmes. Was ist das? Steht da im Chat. Oh! Okay, ja, für die Außenhörer, was haben wir gesehen? So eine Frau, die so ein bisschen queermäßig aussieht halt, in so einem Pullover halt. Ach so, ich dachte, das heißt Haare. Einfach, Entschuldigung, ich dachte, der Franzose geht durch, Femme heißt ja Frau. Ja, natürlich. Eigentlich. Also, wenn sie auf Frauen steht.
Ja, Aber du hast es ja irgendwie noch gerade anders, oder? Und dann gibt sie sich auf einmal weiblich so. Darum geht es im Clip. Jetzt sieht sie halt hier so voll weiblich aus. Mit langen Haaren und Schminke und Schloss und massiven Blick und offenem Mund. Das volle Programm. Ja, gut, und weiter? Also. Ja, ist okay. Ich meine, die ist wahrscheinlich bisexuell, so habe ich das verstanden. Weil. Ja. Ja. Okay, weiter. Aber die letzte Variante gefällt mir. Ja, unbedingt. Bleib so. Ja. Häng die Flagge ab und dann ist alles gut. Genau. Oh, Alter, ist das krass hier. Oh, das lassen wir mal erstmal durchlaufen. Ja. Can't breathe with a sentence. Ey, wann ist Das Schlimme was hat ist, sie ich gesagt? Muss gerade an George Floyd denken. Sie sagt halt, I can't breathe with this in. Ach so. I can't breathe. Sie hat halt dieses Vorhängeschloss in der Nase und wundert sich, dass sie nicht atmen kann. Oh, schlimm, schlimm. Und auch diese ganzen Spikes da am Mund, also diese Piercings, diese Stachel-Piercings. Ach nee, das ist nicht schön. Das ist so. Kannst du noch mal 5 Sekunden vorgehen? Ich merke gerade, ich kann wieder nicht. Der Player lässt mich nicht. Ah, echt? Okay. Was ich bin. Kannst du noch mal die Hübsche betrachten? Danke dir. Stopp! Achso, Ah, Stopp willst du machen. Ich wollte den Startframe. Aber okay, ich habe gesehen, sie hat schön die Tunnel noch im Ohr und hier irgendwelche Tattoos. Also Ja. Reigefizierung hoch 10. Ja, Da geil. kriege ich es hier Ja, perfekt. geskippt. Ja, das sieht man's ja. Ja. Ach, scheißegal. Ja, wir hatten es kurz gesehen. Gut. Ja, das sieht nicht gesund aus. Und dann auch Ja. Tattoos auf den Fingern, also das ist auch kein gutes Zeichen für die Also, geistige wenn Gesundheit. wir jetzt mal hier wirklich unsere Checkboxen spielen wollen, Junge, Junge, ich glaube, ich habe ein Bingo. Es Ja, ist so da ist viel geschart. dabei. Ja, da ist viel dabei. I can breathe. Also, ja, gut. Can't breathe with a sentence. Okay. Ey, was? Okay, Oh Gott, oh Genderqueer. Genderqueer ist ein Überbegriff für Menschen, die sich nicht in die geschlechterbinäre Norm einordnen. Und das heißt genauer, kurz, die sich weder nur als weiblich oder nur als männlich sehen. Es gibt aber verschiedene Varianten. Genderqueer kann heißen, dass sich eine Person gleichzeitig als Mann und Frau identifiziert oder zwischen diesen Geschlechtern wechselt. Genauso kann Genderqueer heißen, dass sich eine Person gar nicht labeln möchte oder sich gar nicht in dieses Spektrum sieht. Allgemein gilt Genderqueer als ein Sammelbegriff für gender-nonconforming Identitäten. Und sie ist eine Selbstbezeichnung, die gesellschaftskritisch ist. Denn Genderqueer kritisiert das Schubladendenken unserer Gesellschaft und zeigt, wie vielseitig unsere Gesellschaft ist. Jetzt wollen wir mal Das Aufklärung zum war Abschluss. Feminismus in a nutshell oder naja, oder Wokismus in a nutshell. Wokismus in a nutshell, ja, das war der absolute Gender-Schwachsinn. Also es gibt kein richtiges männlich und weiblich und alles ist dazwischen und Aber jeder hier steht der wechselt Wechsel zwischen weiblich und und männlich. Was ist denn ja. das jetzt? Erzähl mal. Du alter Ja. Spektrumsfanatiker. Ja, die dann sagen, ja, dann kommen die halt mit klassisch männlich, klassisch weiblich. Und, ja, aber Und was ist gibt's denn das? männlich und weiblich überhaupt? Genau, wenn man alles sein kann. Und ach, das ist, ja, das hat so große Lücken, dieses ganze Gender-Queer-Thema. Da haben wir auch schon oft drüber diskutiert. Und der Ja. Typs, ach Gott. Der kommt auch häufig vor bei Zeitgeist. Oh nein, nein, Ja, der kommt tatsächlich sehr nein. häufig vor. Also, solche Clips finde ich fast noch am schlimmsten, weil der tut für das junge Publikum, wisst ihr, der macht halt so eine richtig wie eine Erziehung auch. Ich meine, der stellt die Ja. ganzen Begriffe vor in seinen Videos, dann auch schön auf Deutsch, dass es auch die deutschen Zuschauer verstehen und an eine junge Zielgruppe gerichtet. Also, das ist auf jeden Fall mitverantwortlich, was ich vorhin angesprochen habe, dass sich halt immer mehr Menschen, also immer mehr Jugendliche dann irgendwie einordnen. Also Und wenn diese alle ganzen besonders Statistiken. sind, ist keiner besonders geil. Ja, genau. Ich meine, diese ganzen Statistiken, wie viel unter den jungen Leuten zunimmt, dass die sich als trans oder queer oder irgendwas bezeichnen, das ist ja extrem. Ich habe die jetzt leider nicht so auf Lager. Es Das heißt ist nicht, ich auf bin jeden nicht der Fall Schlomo. zark Aber ansteigend, ja. es ist extrem ansteigend in den letzten Jahren. Ja. Und das kommt unter anderem natürlich auch durch solche Videos. Klar. Weil dann kommst du halt als junger Mensch, wenn dir sowas erzählt wird, gleich von mehreren Kanälen am besten noch, kommst du halt in Gedanken, ja, so ganz männlich bin ich ja jetzt nicht, oder weißt du, du Ja, bist mit deinem Körper klar. unzufrieden, ja, dann muss ich vielleicht irgendwie queer sein und es ist ja auch irgendwie cool, anders zu sein als die anderen. Ach Gott. Wollen wir das Fass noch weiter aufmachen? Also, Nee, ich das ist brauch's jetzt gar nicht wirklich ein weiter Fass aufmachen. ohne Boden, diese ganze Thematik. Ja, Und da müssen wir, also ich wenn, dann denke, wirklich mal was Eigenes dazu machen.
Ich denke, das ist ja von gewissen anderen Kanälen aus unserem Umfeld, wird das ja andauernd beleuchtet. Das muss man auch dazu sagen, das muss man auch dazu sagen. Also ich kann da zum Beispiel die Ketzerkirche empfehlen, die haben sich extrem häufig damit auseinandergesetzt. Oder auch letztens Kaspercast mit Schlomo, wo die sich stundenlang irgendwelche Diskussionen zwischen Amaya, das ist so eine transsexuelle Streamerin, angeschaut haben und sonst wem. Und eben war, glaube ich, noch dabei und irgendeiner. Ja. Oder ich mache mich auch unbeliebt hier auch die Angry Captains, auch wenn da nicht mehr viel übrig ist von denen. Und auch wenn man den Chris jetzt haten kann oder nicht, aber die haben letztens da so Was ist eine Frau-Stream gemacht. Also da gibt es ja genug. Ja, das ist ein Thema wirklich, kann, was ein bisschen Platz zu fahren ist. Ein bisschen redundant, wenn wir das jetzt auch noch aufmachen. Ne? Ja, hast du absolut recht. Da haben wir es der Vollständigkeit aber erwähnt, dass wir sagen können, ja, wir haben in unserem Portfolio auch den harten Hass an der Stelle. Ja. Aber hast recht, das brauchen wir jetzt natürlich nicht in epischer Breite zu erörtern. Weißt du denn, wer das hier ist? Das Ed? Nee, weil du meinst, der kommt ja öfters vor. Nee, auch das. Mich interessieren halt immer die Leute, vor allem die man öfter sieht. Auch das, wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal bitte gerne. Also, würde mich einfach interessieren. Also, wie viele Follower hat der? Wo ist der noch so? Wie weit ist der vielleicht seine Transition? Sogar, genau. Ist der vielleicht sogar in irgendeiner Weise involviert mit Funk? Oder so? Mit einem öffentlich-rechtlichen? Oder wurde von dem vorgestellt? All das könnte man ja dann mal recherchieren, wenn man wenigstens den Namen hat. Also, aber gut, von mir alleine, ich habe jetzt auch irgendwie nicht so die Muße, den zu googeln. Zumal, wie du sagst, dass er nicht so ganz unser großes Thema ist, das ganze Trans-Thema. Aber ich hau jetzt mal meine Vorhersage raus. Ich behaupte, der wird eine scheiß Freundin haben. Der wird ein stinknormaler Typ sein. Das ist jetzt, ja, gut möglich, dass ich da richtig falsch mache. Ich denke, der ist schwul. Okay. Nee, ich denke, der ist schwul. Da haben wir doch zwei wunderschöne Gegenpole. Geil, ja. Da können wir noch eine Umfrage machen. Wir haben ja vor uns die Frage, ob diese Frau, die über den Hund schimpft, ein Mann oder Frau ist. Ich sage ja, es ist eine Frau. Aber ja, wir können jetzt hier oft darüber diskutieren, ist er schwul oder sonst was. Aber warte mal, das Ding ist, der wird das definitiv noch in irgendeinem Clip, glaube ich, erklären, später noch, wer kommt. Ah, ich sehe, du hast gemeines Hintergrundwissen, was dich hier bevorteilt. Nee, ich kann mich ja jetzt auch nicht dran erinnern, aber ich meine nur, wir müssen einfach dranbleiben bei den Zeitgeist-Clips hier und irgendwann wird er uns das schon noch sagen, was er ist. Und er wird es uns ganz stolz sagen und hier auch schön mit Einblendungen, damit wir wissen, wie das geschrieben wird und alles. Aber er ist halt wirklich so dieses Abziehbild von it's a journey, it's an adventure, it's ja, beautiful absolut, and colorful. Total. Und ach, Junge, genau. Geht es begraben. Ja, auch diese geschminkten Augenlider dazu und alles, ja, absolut. Hast recht, das ist wirklich so dieses Lifestyle-Schwulen-Ding. Aber ich denke, das wirkt halt nur auf Kinder und Jugendliche, die unsicher sind. Ja. Ja, und das sind halt gar nicht viele so sagen, Jugendliche tatsächlich. Weil in unserer Generation, ohne jetzt unser hartes Alter zu verraten, ist es ja aber auch angekommen. Ja, aber ich hätte mich von so jemandem nicht abgeholt gefühlt, sondern eher so, der wirkt doch, ja, das kann jetzt falsch wirken, aber für mich wirkt er halt schwach. Das klingt jetzt ganz böse. Das Problem ist, du siehst es halt aus der falschen Warte. Wenn du so ein Typ bist, dann ist es dir egal, ob ein Mann schwach wirkt oder nicht. Findest du ja dann gerade sogar noch geil. Ja, aber du suchst ja nach einem. Ja, vielleicht ist die Sicht jetzt wieder zu männlich, aber du suchst ja nach irgendwie einen Ausweg, dass du nicht mehr so schwach wirkst. Und dann ist derjenige hier nicht der Ausweg. Ja, ich glaube, ich versteige mich gerade ein bisschen. Ich glaube auch. Gut möglich, ja. Aber ist okay. Wie gesagt, das ist ein Thema, was andere Kanäle länger und besser bearbeiten können als wir jetzt in der Zeit. Ich denke, wir werden noch in Zukunft was dazu sagen. Vielleicht ein bisschen konkreter. Ja, denke ich auch. Ne? Da wollte ich eh nochmal mit dir drüber reden. Na gut, das machen wir im Anschluss. Das klingt hart nach harten Drogen. Wir müssen mal reden, Nazi. Nach dem Stream in meinem Zimmer.
Du alte Schocke, da habe ich dich in die Pfanne, ja. Gut, aber wo ist Pfanne? Das war jetzt das Ende des Clips. Und ach, tatsächlich. Wir sind jetzt wieder gut über eine Stunde, genau. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, das gebe ich zurück. War auch sehr spannend mit dir und spaßig, ja. Genau. Dann heißt es auch für die Zuschauer, wir sprechen gemeinsam das YouTube-Gebet. Amen. Amen. Ihr weißt, was es heißt, was ihr zu tun habt. Müssen wir nicht wieder Amin sagen? Wegen diesem, ja, diesem Muslimtypen da. Nee, A-In müsste man fast sagen. Gott, nee. Ach Gott, ja. Oh, das ist schon wieder die nächste Ebene. Wir bleiben bei Amen, ja. Bleiben bei Amen. Mach es nicht so kompliziert. Ja. Die Zuschauer wissen eh schon nicht, was wir meinen. Ja. Okay, gut. Dann mit diesem wunderschönen Freeze-Frame. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.